Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich, für den Monat Oktober, für dich steht, ja? Schau mir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck habe ich einen Ritter der Stäbe, Löwe. Ich finde es ziemlich interessant, gerade die Karten, die auf dem Tisch sind. Es gibt keinen einzigen großen Arkana. Also keinen großen Arkana auf dem Tisch. Das ist nicht immer auch nicht immer selbstverständlich, ja. Also Ritter der Stäbe, du siehst ja eine sehr leidenschaftliche Energie, Löwe. Haben wir ja für den Monat Oktober hier. Also es ist irgendwie eine Karte, die auch schon mit Handlungen, Bewegung tatsächlich zu tun hat. Es gibt hier irgendwie manche Fälle eine Reise, eine kurze Reise. Also wir können reden mit dem Auto vielleicht. Ja, also eine kurze Reise. Aber es gibt hier schon eine Handlung. Weißt du, was ich meine? Es gibt hier eine interessante Energie. Wir schauen natürlich jetzt weiter. Ritter der Stäbe, Feuerelement, wie du, Sternzeichen Schütze, Löwe oder Sternzeichen Widder. Tatsächlich, schau mal bitte hier. Also ich habe hier auch einen Herrscher, Löwe. Der Herrscher, Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock, vielleicht einen Chef. Oder eine Chefin natürlich. Es gibt hier eine ermächtigte Energie und das ist der Herrscher. Und irgendwie, es gibt hier eine starke Anziehung zu einer Person hier. Es gibt hier, ja, eine starke Leidenschaft. Löwe, wenn ich dir ehrlich bin, also hier könnten wir sogar mit Arbeit zu tun haben, zum Beispiel, ja. Du weißt, ich lasse mich immer so ein bisschen führen, was ich so spüre, aber ich könnte hier tatsächlich über einen Arbeitgeber reden, mit dem man wirklich einen guten Zusammenarbeit hat. Und irgendwie, es gibt hier eine sehr positive Energie, was mit Arbeit zu tun hat, zum Beispiel. Es gibt hier eine sehr positive Energie für dich.
Tatsächlich sehe ich viel zu tun, viel Arbeit, viel Handlung, sage ich jetzt mal so. Also viel, viel Bewegung und in dieser Situation. Aber man fühlt sich wohl, man hat wirklich ein gutes Zusammenarbeit mit diesen Menschen und irgendwie die Energie hier gerade zeigt sich wirklich sehr positiv in Bezug auf Arbeit. Ja? Wenn du mir jetzt sagst, diesen Wunschpartner hat doch mit meinem Beruf zu tun, also mit der Arbeit zu tun, dass ich einen Wunschpartner durch meine Arbeit kenne, wie gesagt, dann kann es auch möglich sein, aber hier ist eine ermächtigte Energie schon, ja. Also es ist eine sehr positive Energie, was wir hier haben für den Monat Oktober für dich, Löwe, ja. Also es ist schon eine positive Energie. Ich sehe hier nochmals einen guten Zusammenarbeit mit anderen Menschen oder mit einer bestimmten Person. Und sonst sogar, ich rede über eine starke Seelenverbindung zu einem Wunschpartner, mit dem du im Oktober zu tun haben wirst. Es gibt hier eine starke Anziehungskraft und ja, und diese Person, wie gesagt, es kann ein Chef sein, eine Chefin oder sonst, es gibt hier eine, wie gesagt, eine wichtige Energie. Löwe, schauen wir mal du nicht zusammen, ja, was wir so sehen können. Ich sehe natürlich mehrere Beteiligten hier. Es können für Arbeitskollegen reden, es können für andere Menschen halt, wie gesagt, andere Beteiligten. Ja, also. Genau, dass vielleicht diesen Herrscher hier irgendwie mit mehreren Personen zu tun hat, sogar mit einer familiären Situation zu tun hat. Ja, so Konflikte sieht man hier schon. Ich würde sogar sagen, Löwe, Menschen, die sich auch da rein mischen möchten in eine bestimmte Situation oder Menschen, die eifersüchtig, Neid zeigen. Wir wissen ja, das können wir nicht ändern, ja. Das habe ich bei Sternzeichen Krebs auch irgendwie gehabt. Ist interessant nur. Genau, bei Sternzeichen Krebs hatte ich diese Situation gehabt, ja. Die Karte der Teufel, Sternzeichen Steinbock bei dir. Obwohl ich würde sagen, wir haben hier auch nochmals eine starke sexuelle Anziehung zu einer Person, ja. Ich sehe aber eine sehr positive Situation bei dir. Eine sehr positive Situation bei dir. Sternzeichen Skorpion, Steinbock, Widder, Stier sind die Sternzeichen, die ich jetzt gerade hier sehe. Sechste Schwerter. Also man merkt hier schon, jemand möchte hier tatsächlich eine Handlung machen, ja. Löwe, schau mal jetzt bitte in der Mitte. Ist sehr interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Warte mal kurz bitte. Ich glaube, den Fall hatte ich beim einen Sternzeichen. Bei wem war das jetzt? Oh, war ja Löwe. Ob das wirklich Krebs war? Und hier doch eine Verbindung zu Sternzeichen Krebs gibt? Keine Ahnung. Ist einfach nur jetzt gerade interessant, ja? So wie für dich in Resonanz kommt. Auf jeden Fall schau mal bitte hier in der Mitte für deine Legung habe ich 10 Stäbe. Ja? Nochmals Stäbe. Du siehst ja Ritter der Stäbe, 10 Stäbe. Feuerelement bei dir, wie du, sehr präsent in der Legung. Ja? Also es gibt hier schon eine Situation, die vielleicht kompliziert ist, die, ja, kompliziert ist und irgendwie man verlässt eine Situation, man lässt los vielleicht, Löwe, also man entfernt sich, man distanziert sich von einer Person oder einer Situation. 10 Stäbe, du siehst in der Illustration von dieser Karte, zeigt man sogar einen Umzug, ja, also diese Person hier macht ja einen Umzug, ja. Ist halt nur interessant. Aber 10 Stäbe, du siehst ja direkt in der Mitte, spricht für eine Situation, die in manchen Fällen für manche ein Ende hat, ja? Ich rede über ein endgültiges Ende, weil einfach zu sehr kompliziert war. Es hat sich wirklich wie eine Last gefühlt und sogar wie eine Opferung irgendwie. Die Karte, die diese 10 Stäbe begleitet oder kreuzt,
Ist diese zwei der Schwerter? Interessant. Interessant. Also Löwe, ich sehe hier eine Blockade, die entweder über, mit Internet zu tun hat, dass du vielleicht durch Internet blockiert bist, über Sozialnetze, dass eine Person dich über Sozialnetze blockiert hat oder du jemand anderen blockiert hast. Ich sehe hier eine Blockade gerade, weil die Kommunikation hier ist irgendwie nicht fließend oder die Kommunikation ist nicht unbedingt gut hier. Ich denke, eine Person versucht sich tatsächlich zu schützen. Und du weißt, wie das ist. Es kann für dich reden oder es kann sich spiegeln. Also, aber es gibt dort tatsächlich eine Person, die sich schützen möchte und irgendwie in diese Blockade ist, ja. Es ist, zweite Schwerter ist schon eine komplizierte Karte irgendwie, weil nochmals, man sieht die Realität nicht. Man kann die Realität nicht sehen. Man kann sich nicht entscheiden. Es gibt möglicherweise sogar zwei verschiedene Situationen oder zwei Personen und man kann sich einfach nicht entscheiden, ja. Und ja, es ist einfach so. Aha. Also wir haben hier Löwe, zwei Karten, die für manche mit einer Scheidung haben, zu tun haben könnte, ja. Mit einer Trennung, eine Scheidung. Irgendwie eine Distanz ist hier zu sehen, ja. Und tatsächlich, ich sehe jetzt zwei Situationen. Von da aus, man kann sich ja von einer Situation distanzieren, oder? Verstehst du? Also ich habe hier Löwe, ich habe nämlich Ritter der Stäbe, Zehn der Stäbe. Beide Karten Stäbe. Und du siehst ja, ich sehe hier eine Distanz. Ja, also ich sehe eine klare Distanz, ja, und eine geografische Distanz, ja, tatsächlich. Genau, zu jemand irgendwie, ja, es gibt hier viel Leidenschaft, ja. Nochmals, Löwe, die Nummer 2, du siehst ja, vorerst habe ich die Nummer 2 schon mal zweimal auf den Tisch. Nummer 2, eine sehr wichtige Nummer. Und ja, du siehst ja, es gibt irgendwie eine, mehrere Beteiligten, sage ich jetzt mal so. Mehrere Beteiligten, ja? Ja, also so wie, genau. Also Löwe, ich habe natürlich eine sehr interessante Energie in der Mitte für dich. Ich hole mir natürlich mehrere Karten als Klärung, damit ich ein bisschen vertiefen kann. Weil ja, ich sehe schon hier eine klare Situation von Veränderung. Ja? Es gibt hier eine klare Situation von einer Veränderung in deiner Situation. Und irgendwie eine Person, die sich entweder distanziert jetzt und geht. Ich verlasse tatsächlich diese komplizierte Situation. Sternzeichen Waage bei dir, sehr präsent. Es kann natürlich auch Zwilling sein. Oder Wassermann natürlich. Es gibt hier diese Luftelement in der Mitte. Und irgendwie Luft-Feuer-Element ist hier zu sehen. Und sehr präsent sogar. Ich denke nochmals, Löwe, die Situation in wenige Worte, die Situation zeigt sich einfach kompliziert. Das ist das, was ich hier sagen könnte erstmal. Die Situation hier zeigt sich kompliziert, tatsächlich. Und sogar sehr lang jetzt in der Zeit. Also ich denke, man macht hier jetzt sehr lang mit. Es ist nicht eine Situation, wo man sagt, okay, ich habe 1, 2 oder 3 Mal Enttäuschungen hier gehabt. Nein, nein. Ich denke, man hat mehrere Enttäuschungen hier schon erlebt. Es geht schon sehr lang in der Zeit. Man ist sogar müde mit dieser bestimmten Situation, ist man müde irgendwie und man irgendwie, man kann nicht mehr, man lässt los, ja, also irgendwie ist dieses Gefühl hier. Also Löwe, ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärungen und wir schauen zusammen, ja. Ich sehe natürlich hier eine, irgendwie ein Gefühl von entweder Besessenheit oder eine Verführung ist hier zu sehen, eine Verführung irgendwie, eine starke sexuelle Situation, sexuelle Energie ist hier.
Wow. Qué fuerte. Wow. Also Löwe, was für Karten, ehrlich. Also Monat Oktober, du siehst ja irgendwie, jemand würde gerne hier eine Versöhnung machen. Also ich würde mich gerne versöhnen, neu irgendwie diese Kommunikation haben. Eine liebe Botschaft sieht man hier. Du siehst ja, hier habe ich jetzt Wasserelement. Und ja, ich habe hier tatsächlich Luft, Wasser, Feuer sehr, sehr präsent. Ritter der Kelche, Ritter der Stäbe. Du siehst ja irgendwie diese Handlungen hier, diese Kommunikation, diese Bewegung. Und ich würde sogar sagen, Löwe, in manchen Fällen habe ich doch mehrere Personen, mehrere Energien hier, ja. Nochmals zwei der Schwerter. Nochmals die gleiche Karte. Schau mal bitte hier. Zwei der Münzen, zwei der Schwerter. Die Nummer zwei zeigt sich oft das bei dir. Und irgendwie diese wichtige Entscheidung hier, ja. Geografische Distanz sehe ich bei manchen. Eine geografische Entfernung, ja. Die Karte der Teufel nochmals. Sternzeichen Steinbock bei dir. Sehr präsent, aber schon eine Verführung ist hier, ja. Ja, würde ich schon sagen, eine starke Anziehung. Starke Veränderungen für dich, Löwe. Starke Veränderungen. Wow, qué fuerte. Ja. Also, Ass der Kelche, Löwe. Ass der Kelche deutet ja, du siehst ja. Für manche würde ich halt denken, eine neue Situation, ja. Also für manche ist für mich hier eine neue Person, eine neue Situation. Und wenn du sagst jetzt, weil wir haben noch September, wenn du sagst, nein, also ich spüre das nicht, das ist, was auf dich zukommt, ja. Ich sehe hier einen Ass der Kelche. Ass der Kelche deutet schon auf eine neue Situation, eine neue Person. Weil Ass der Kelche kann natürlich sogar mit Arbeit auch zu tun haben. Wenn du sagst, ja, ich wechsle meine Arbeit, das wirst du lieben. Ja, also deswegen. Aber ich spüre hier mehr eine Sache, was mit Liebe zu tun hat, mit einer Person. Diese neue Situation zeigt sich hier. Und schau mal bitte hier. Ass der Kelche, Zehn der Kelche. Liebe pur ist das hier. Liebe pur. Ja. Und ja, es kann möglich sein, dass du verliebt bist, ja? Dass du neu verliebt bist. Es gibt hier eine starke Leidenschaft zu sehen, zu spüren. Ein starkes Gefühl von Vermissen und Nachdenken an jemand. Es gibt hier Liebe, Liebe pur. Liebe pur. Also Löwe, eine interessante Legung für den Monat Oktober. Ganz am Anfang habe ich dir gesagt, ich habe auf dem Tisch gar keinen großen Arkana. Okay, jetzt sind aber wichtige großen Arkana auf dem Tisch, ja? Also schau mal bitte jetzt in der Mitte. Wir hatten ja diese 10 des Stäbe, Löwe, begleitet jetzt mit der Karte der Turm, also Wahnsinn, also die Karte der Turm, 10 des Stäbe und die Karte der Mond. Wasserelement bei dir, Sternzeichen Krebs, Skorpion, aber Fische nämlich auch. Und alle drei sehr präsent auf dem Tisch für dich, ja. Es gibt hier, also Löwe, die Karte der Turm und die Karte Zehn der Stäbe. Irgendeine Situation ist hier. Irgendeine familiäre Angelegenheit natürlich auch. Du siehst ja, Löwe, ich habe hier einen Eigentum. Es gibt hier ein Gebäude, ja, ist die Karte der Turm, aber es gibt hier diesen Gebäude hier. Es gibt hier einen Eigentum und natürlich auch eine Ungewissenheit über diese Situation hier.
eine Ungewissenheit in eine bestimmte Situation, was mit drastischen Veränderungen für dich zeigt, ja? Es gibt hier drastische Veränderungen für dich. Löwe, für manche sehe ich hier einen Umzug, ja? Aber ich kann es dir wirklich nicht deutlicher sagen. Also du, ich habe es dir ja am Anfang erklärt, du siehst ja, dieser Mensch hier zieht gerade um mit seinen Sachen, aber hier habe ich auch ein Gebäude, ja? Gut, ich meine, für manche sehe ich hier irgendeine interessante Situation, eine Sache, die, wie gesagt, mit einer Ungewissenheit auch zu tun hatte, was mit einer familiären Situation auch hat, natürlich. Und irgendwie, es gibt hier eine drastische, ich würde sogar sagen, es gibt hier unerwartet eine Veränderung in deinem Leben. Es ist irgendwie unerwartet. Diese Situation zeigt sich unerwartet, aber vergesse nicht, Löwe, die Energie, die wir für dich haben, für den Monat Oktober. Wir haben einen Ritter der Stäbe und wenn du die Illustration von dieser Karte dir anschaust, du siehst eine Person, die in Wirklichkeit glücklich ist. Es gibt hier viel Energie, viel Leidenschaft, viel Motivation, viel Kraft. Ich sehe hier viel Kraft. Ja? Es gibt hier eine positive Energie, und, aber oh, trotz diese starke Veränderung für dich. Ja? Das muss ich dir schon sagen. Also du merkst, ich mache so eine Pause, weil ich bin hier. Löwe, die gleiche Situation hatte ich bei Sternzeichen Schütze gehabt. Genau so war das nämlich. Bei Sternzeichen Schütze hatte ich auch 10. Schwerter in der Mitte. Bei dir ist 10. Stäbe. Bei Schütze war 10. Schwerter. Ich hatte bei Sternzeichen Schütze auch eine ähnliche Energie von abrupt, ja, von abrupten Veränderungen. Von irgendwie sogar Situationen, die sich drastisch verändern und irgendwie ein Ende gibt. Also Sternzeichen Schütze wäre bei dir gerade hier sehr präsent auch, ja? Sogar mit diesem Ritter der Stäbe. Es gibt schon hier eine interessante Situation. Ja. Diese abrupte Kommunikation oder irgendwie unerwartete Kommunikation, die alles verändert, zeigt sich im Oktober für dich, ja? Und irgendwie, da es sich hier sehr abrupt und unerwartet fühlt, für dich, Löwe, es kann möglich sein, dass du gerade jetzt nicht mal weißt, was auf dich überhaupt zukommen wird. Ich empfinde nicht negativ, was ich hier habe, weil, obwohl es vielleicht in dem Moment sich etwas abrupt und irgendwie ja, ein bisschen stressig zeigt, ich kann dir nur sagen, also es gibt hier einen Ritter der Stäbe. Es gibt schon hier viel zu tun, viel Handlung, aber Löwe, die Energie zeigt sich schon positiv für dich. Und wir wissen, wie das ist. Veränderungen sind nicht leicht. Also niemand hat gesagt, es wäre einfach, aber die sind schon nötig. Es gibt schon nötige Veränderungen hier. Vertraue, ja, Löwe, vertraue, dass das tatsächlich so ist. Vertraue, dass das Universum für dich einen besseren Plan hat, ja. Vertraue, was das, weil das so ist. Also es ist so. Ja? Die Intuition ist ja sehr präsent auch. Die Intuition, ich denke, du bist sowieso eine sehr intuitive Person. Ich denke, du intuierst das tatsächlich irgendwie auch. Es kann sogar möglich sein, dass vielleicht intuierst du gerade, was ich hier, worüber ich hier rede. Es gibt schon eine, auf jeden Fall gibt es eine Ende, Löwe.
mit einer bestimmten Situation, vielleicht von Ausnutzung oder vielleicht von einer Last irgendwie oder eine komplizierte Situation, was mit einer dubiosen Sache zu tun hat oder eine Ungewissenheit. Wie gesagt, es gibt hier eine klare Veränderung in deiner Energie, Löwe. Ich bin schon ein bisschen, ja, Löwe, weil momentan sieht es bei vielen so, nicht nur bei dir. Mit unseren zweiten Schwertern habe ich fünfte Schwerter und die Karte die Sonne. Also Sternzeichen Löwe wie du, Zwilling, Waage, Wassermann. Ein Luftelement bei dir sehr, aber sehr präsent. Es gibt hier Klarheit, auf jeden Fall Löwe. Sehr wahrscheinlich bist du sogar auf eine Wahrheit gekommen. Wenn das noch nicht geschehen ist, es kann möglich sein, dass du natürlich im Monat Oktober auf eine Wahrheit kommst, dass irgendeine Wahrheit ans Licht kommt. Denn das Licht ist hier. Ja, es gibt hier Licht und ich habe die Sonne und ich habe die Karte der Mond. Die Sonne und der Mond. Es gibt eine dubiose Situation, eine Ungewissenheit klärt sich. Es kommt Klarheit in eine Situation bei dir. Und es kann natürlich mit einer Kommunikation zu tun haben, Löwe, eine Kommunikation, die irgendwie alles verändert, ja? Eine wichtige Kommunikation, unerwartet, sehr wahrscheinlich, und eine unerwartete Kommunikation, die alles klärt und verändert. Nochmals, Löwe, ich sehe natürlich bei dir mehrere Beteiligten, ich sehe schon gewisse Konflikte in deiner Energie, das haben wir gesehen jetzt vorher, ja, fünfte Stäbe, fünfte Schwerter, also diese Konflikte sieht man mit Menschen, ja, ich weiß nicht in welchem Bereich in deiner Situation, aber sehr wahrscheinlich, ja, mehrere Beteiligten sieht man hier. Und Menschen reden, Menschen sind eifersüchtig, Menschen sind neidisch, du weißt, wie halt das ist. Kann man halt nicht ändern, aber ich sehe hier, dass eine Wahrheit ans Licht kommt. Eine Wahrheit, die für dich im Monat Oktober sehr wichtig ist und deine Situation verändert. Und Löwe, was kann ich dir hier sagen? Also ich bin für Veränderungen, ja? Ich bin dafür. Also von da aus, wenn du mich fragst, sind diese Veränderungen für mich positiv? Also meine Antwort ist ja. Überhaupt, wenn diese Veränderungen durch unser Universum kommen, ja? Überhaupt, wenn das Universum hier bei dir in der Mitte präsent ist. Ja, das heißt, diese Veränderung bei dir, egal worüber wir jetzt hier reden, sind nötig, weil es geht jetzt zu sehr lang in der Zeit bei dir, Löwe. Irgendeine Situation geht einfach bei dir schon zu sehr lang in der Zeit. Und das hat schon mit Gedanken, Gedanken zu tun, mit deinen Gedanken. Also, das macht natürlich müde mit der Zeit und eine bestimmte Situation, die auch mit mehreren Personen zu tun hat. Und irgendetwas ist hier zu sehr, jetzt zu lang einfach. Und das Universum sagt, nein, Schluss hier jetzt damit und ja. Und deswegen, die Veränderungen sind nicht leicht, sind hart, aber nötig, ja. Und ich bin neugierig wie du, was das hier direkt für dich heißen kann, direkt für deine Energie. Aber ich sehe schon eine dubiose Situation, was mit mehreren Beteiligten zu tun haben. Möglicherweise Menschen, die auch reden, lügen, negative Energien vielleicht zu sehen. In manchen Fällen toxische Menschen tatsächlich, aber ich sehe hier so eine Situation. Und es kommt bei dir Klarheit. Irgendetwas verändert sich hier drastisch, ja? Ja. Irgendeine Wahrheit kommt ans Licht, ja? Löwe. Im Oktober eine Wahrheit kommt ans Licht. Und das bewirkt eine große Veränderung in deiner Situation.
Für manche rede ich, für manche könnte ich hier sogar über eine Scheidung reden. Oder eine Trennung, sagen wir mal so. Oder sonst für manche sogar mit einem Umzug. Also es gibt hier eine klare Wahrheit, die ans Licht kommt. Nochmals, Sternzeichen Krebs bei dir in der Mitte sehr präsent. Löwe wie du, Sternzeichen Skorpion, Waage, Zwilling. Wir wissen ja, den Monat Oktober, die Gerechtigkeit ist sehr präsent im Monat Oktober. Also diese karmische Situationen, vielleicht in manchen Fällen lösen sich auch im Monat Oktober mit dieser Gerechtigkeit. Ja? Also jeder bekommt, was jeder verdient. In deiner Unbewusstheit, Löwe, habe ich 8 der Kelche. Begleitet mit einem König der Schwerter, du siehst ja, König der Schwerter, Luftelement, ja, sehr präsent bei dir, auch in der Mitte deiner Legung, habe ich dir ja gerade gesagt, Zwilling, Waage, Wassermann, ein König der Schwerter und einen der Magier. Also Sternzeichen Zwilling, zum Beispiel gerade hier, sehr präsent bei dir. Aber nochmals, Wassermann, Waage, natürlich auch, ja. Es gibt hier eine Situation, die man verlässt, Löwe. Das zeigt sich in deiner Unbewusstheit. Und diese hier ist mit der Vergangenheit verbunden. Irgendwie könnte für dich gerade sogar jetzt sein, ja. Man merkt hier, die Gefühle haben sich geändert, Löwe. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Du hast nicht mehr die gleichen Gefühle. Bei dir hat sich irgendetwas verändert. Sogar möglicherweise deine Glaubensmuster oder Verhaltensmuster haben sich jetzt geändert. Auf jeden Fall, ich sehe bei dir, Löwe, eine klare Veränderung, was mit deiner Person, mit dir selbst zu tun hat. Es gibt sehr wahrscheinlich nochmals eine Situation, die schon zu sehr lang in der Zeit geht, die schon mittlerweile müde macht. Es kann schon mit einer Person zu tun haben, ja. Und irgendwie, man kann nicht mehr. Und doch, eine Wahrheit kommt ans Licht. Es kann schon mit einer dritten Person zu tun haben. Ja, und irgendwie, Eifersucht sieht man ja. Ich sehe schon eine neue Person hier, eine dritte Person. Löwe, es kann mit dir direkt zu tun haben oder mit deinem Gegenüber, aber nochmals, diese Wahrheit wirst du im Oktober erfahren. Also ich sehe hier klare Kommunikation, nochmals sehr wahrscheinlich auch eine sehr manipulative Energie, eine Person, die dir immer das sagt, was du, damit dich zu überzeugen, also eine Person, die mit Worte, mit der Sprache sehr gut manipulieren kann. Und dich tatsächlich in jedem Moment sagt, was du hören möchtest. Oder irgendwie nochmal sehr manipulativ sein kann, ja. Also, aber diese Situation kennst du ja. Und ich sehe hier eine klare Sache von, ich kann nicht mehr, ich habe noch Gefühle, also ich fühle tatsächlich noch. Meine Gefühle sind sogar da vielleicht, aber ich kann nicht mehr. Also ich bin nicht mehr die gleiche Person. Ich kann nicht mehr. Ich gehe, weil diese Situation für mich einfach zu sehr dubios schon mir vorkommt. Ja, ich rede über eine Person, die irgendwie vielleicht Löwe immer wieder gekommen ist und gegangen ist oder dieses Kommen und Gehen irgendwie ist hier zu spüren, weil nochmals, es gibt diese Person, die vielleicht in einer Beziehung ist oder eine dritte Person hat und irgendwie es gibt diese Geheimnisse hier, ja. Also Löwe, schau mal bitte hier in dein Bewusstsein, 6. Kelche. Diese Nostalgie, diese schönen Erinnerungen sind ja da, natürlich. Ja, und ja, wir sehen hier natürlich eine starke Seelenverbindung zwischen zwei Personen. Sehr wahrscheinlich, Löwe, wie das momentan auch so ist, Menschen, die sich von anderem Leben kennen. Aber das muss nicht besonders sein, für uns, ja? Das ist eine ganz normale Sache. Menschen sehen das irgendwie als Besonderheit, ja? Muss nicht sein. Das ist ganz normal, dass wir Menschen in diesem Leben von anderem Leben treffen. Und deswegen natürlich zeigt sich auch eine starke Anziehung.
Das heißt aber nicht, Löwe, dass du mit dieser Person dein ganzes Leben hier zusammenbleiben musst. Gar nicht. Ja? Weil oft ist eine Lektion nur. Und oft hat das auch mit einer karmischen, toxischen Beziehung zu tun. Eine toxische Beziehung, die wir von anderem Leben hierher schleppen. Und oft ist das so, im vergangenen Lebens sind wir sogar mit schwarzer Magie bearbeitet worden, damit wir mit diesen Menschen weiterhin in dem nächsten Leben zusammenbleiben. Ja? Irgendwann müssen wir mit manchen Verträgen brechen. Und in diesem Leben, ich spüre hier schon eine irgendwie karmische Situation in deiner Energie. Ich meine, es wundert mich nicht, weil momentan ist das bei fast allen Sternzeichen, also irgendwie vergangenen Lebens, Menschen, die mit denen wir halt eine karmische Beziehung haben, und ist einfach so, ja. Ich sehe Kinder natürlich, ich sehe einen Altersunterschied zu einer Person. Eine Person vielleicht auch hat Kinder hier, aber ich sehe hier diese sechste Kelche, also diese gewisse Nostalgie, diese gewisse schöne Erinnerungen, diese Situation von, es ist kompliziert tatsächlich, diese Verbindung loszulassen. Schau mal bitte hier, Löwe, begleitet mit Zenderstäbe. Zenderstäbe ist in der Mitte, wie du gesehen hast, bei dir. Wir reden schon über eine komplizierte Verbindung, die mit vergangenen Lebens zu tun haben. Eine Situation möglicherweise, die wir oft das wiederholen. Ja? Und wo man mittlerweile nicht mehr kann. Ich sehe hier einen, ja, es ist eine Opferung fast, was ich hier spüre. Und siebente Kelche. Interessant, was ich hier habe. Ich habe nämlich 6, 7 und 8 Kelche. 6, 7, 8 Kelche. Eine wichtige Nummer, 6, 7, 8. Es ist eine Entwicklung hier. Es ist eine Entwicklung, ja. Es gibt eine Entwicklung hier und eine Situation kompliziert, ja. Ich rede über eine Person, die sehr eifersüchtig ist. Ja? Es gibt hier eine Person, die sehr eifersüchtig ist. Die viel denkt, also eine sehr mentale Energie, eine sehr kalte und mentale Energie. Eine Person, die sehr irgendwie intelligent ist tatsächlich und sehr manipulieren kann. Ich sehe auf jeden Fall, Löwe, eine Situation bei dir, die schon zu sehr lang in der Zeit geht. Ja? Zu sehr lang in der Zeit geht. Interessant. Ich habe mächtig die großen Arkane auf dem Tisch. Schau mal bitte jetzt in deine Vergangenheit zweite Stäbe. Also du siehst ja, du möchtest von einer bestimmten Situation raus. In manchen Fällen, Löwe, ich rede, dass du von einem Haus raus möchtest. Von einschränkenden Überzeugungen. Weg möchtest. Dass du Situationen, sei es das eine Ehemann, Ehefrau, eine familiäre Angelegenheit, sei es jetzt eine, wie gesagt, diese Verhaltensmuster, Glaubensmuster, du möchtest auf jeden Fall in deine Situation raus, irgendwo da. Diese Veränderungen möchtest du schon. Diese Veränderungen möchtest du schon. Egal ob kompliziert oder nicht, du möchtest daraus. Du möchtest daraus, ja. Du gibst tatsächlich deine jetzige Situation, wo du bist, du gibst den Rücken, du fokussierst dich schon in eine ganz andere Sache. Ja, und es kann natürlich auch um eine Person zu tun haben. Also es gibt hier eine klare Situation bei dir. Eine klare Situation. Ja, von einer bestimmten Sache, die du in deinem Leben nicht mehr möchtest. Ne? Du brauchst diese Veränderungen. Du denkst auch sehr viel nach über diese Situation. Du denkst nach.
Zweite Stäbe begleitet, schau mal bitte hier, mit der Karte Ratte Schicksals. Und sechste Stäbe, Löwe, deine Legung ist nicht normal, ich sage es dir. Deine Legung ist nicht normal. Und mir ist das ja klar, dass du schon weißt, worüber hier gesprochen wird. Ja? Du in deiner Situation weißt ganz genau, was hier gesprochen wird. Aber das ist wirklich eine starke Situation, die mit dem Schicksal zu tun hat, die mit 180 Grad Veränderungen für dich zu tun hat. Diese Veränderungen sind schon da, Löwe. Entweder spürst du das schon gerade jetzt oder sonst wirklich erwarte im Oktober und sogar ab Oktober krasse Veränderungen in deiner Situation. Ich rede hier natürlich für manche über klare Umzug. Einen Umzug ist hier für manche, aber sicher. Für eine Gruppe sicher gibt es hier einen Umzug. Sechste Schwerter wiederholt sich sogar auch. Ja? Also Nummer 666 ist hier bei dir präsent, aber die Nummern wiederholen sich fast allen. Ich habe hier eine Übergangsphase bei dir. Du bist in einer klaren Übergangsphase, gerade jetzt, wo du bist. Du verlässt deine Situationen, also egal ob ich hier über eine familiäre Situation rede oder über einen Wunschpartner oder einfach über nur diese ganzen alten Gedanken, ja, also du verlässt schon Situationen in deinem Leben. Natürlich, Löwe, natürlich bist du gerade sehr wahrscheinlich mit Menschen, die nochmals von deiner Vergangenheit zurückkommen, natürlich, das ist gerade bei dir jetzt im September so, mit dem du irgendwie eine Entscheidung treffen musst. Aber ich sehe deutlich, Löwe, ich sehe deutlich bei dir, diese Menschen, die du kennst, die in deinem Leben wieder gerade jetzt versuchen, in deinem Leben wiederzukommen, das möchtest du nicht mehr. Das möchtest du aber auf gar keinen Fall nicht mehr. Ja. Und ich würde sogar sagen, das ist nicht meine Meinung, das ist eine Tatsache. Ich sehe hier eine klare Situation von etwas, was du nicht mehr möchtest. Du möchtest es nicht mehr. Du möchtest es nicht mehr. Nee. Starke Energie. Starke Energie bei dir, Löwe. Natürlich brauche ich es ja nicht zu sagen nochmals, dass ich hier eine klare Situation sehe von einer karmischen, also Karma, dass ich Karma hier sehe, dass ich eine karmische Situation sehe, dass du gleichen Verhaltensmuster wiederholst von vergangenen Lebens, also dass du in diesem Leben und möglicherweise du bist dabei im Oktober, brichst du mit jeglichen Verträgen, die du von altem Lebens zu tun hast. Ja? Und ja, hier gibt es eine ganz deutliche Situation von vergangenen Lebens, ist hier sehr präsent. Und du brichst tatsächlich mit diesen Verträgen im Monat Oktober. Du wirst geholfen durch das Universum, tatsächlich, aber es ist so. Gerade sehe ich in meiner Nummer die Nummer 1515 und das, diese Nummer spricht für die Karte der Teufel. Ja, also es gibt tatsächlich hier eine toxische Situation, die schon sehr lang in der Zeit geht, die mit Co-Abhängigkeiten zu tun haben. Also hier gibt es Co-Abhängigkeiten, es gibt hier eine Sehnsucht, ja, Suchtverhalten habe ich hier mit Suchtverhalten zu tun. Ich habe hier mit nochmals Co-Abhängigkeiten zu tun, mit toxischen Situationen und es ist einfach so. Und die Zeit ist gekommen im Oktober, Löwe, dass du endgültig, endlich mal mit bestimmten Situationen einen Schluss machst, ja. Wenn du das nicht machst, also kommt das Universum und zwingt dich tatsächlich in eine wirklich nicht angenehm, es wird nicht angenehm werden, wenn das Universum dich zwingen muss, weil dann fühlt sich etwas dramatischer. Ja? Also das Universum zwingt dich, auf eine bestimmte Situation rauszugehen. Ja? Und es ist einfach so. Es ist einfach so. Es zeigt sich nicht leicht, aber nötig, ja? Löwe.
Deine Zukunft, Monat Oktober, deine Zukunft. 3 der Münzen. Achtung beim Fahren, Autofahren mit den Ampeln. Nicht, dass man hier eine Strafe bekommt. Vom lauter Schnellfahren. Löwe, ich meine es ernst. Also manchmal ist das so, dass vom lauter Gedanken, was wir hier auch auf den Tisch sehen, Löwe, vom lauter Gedanken, vom lauter Ablenkungen oder Problemen, die man so hat und durch den Kopf geht, dass man tatsächlich bestimmten Ampels irgendwie überfährt und tatsächlich diese Strafen, ja, da sind. Also ich sage nur Achtung auf den Ampels, also vorsichtig fahren, ja, damit keine Strafe irgendwie kommt. 3 der Münzen begleitet mit 6 der Stäbe und die Karte der Stern ermächtigt. Ermächtigt. Also die Karte der Stern, du siehst ja Löwe, Sternzeichen Wassermann bei dir hier. Sternzeichen Wassermann, ich muss dir sagen, ich sehe hier eine starke Energie. Nochmals gibt es hier eine gewisse Führung. Es ist hier eine leidenschaftliche Energie. Es gibt hier viel Leidenschaft für eine Person. Eine starke sexuelle Anziehung gibt es hier schon. Ich sehe aber, ich muss dir eine Person beschreiben. Ich sehe natürlich hier eine sehr hübsche Person. Ja, wenn ich diese Person beschreiben sollte, es gibt hier eine sehr, sehr hübsche Person. Es ist hier so ein Gefühl von Besessenheit fast. Ja? Also es gibt hier eine diese starke sexuelle Anziehung für eine Person. Diese Person zeigt vielleicht auch ein bisschen Stolz. Ja? Diese Person weiß tatsächlich, jedes Mal, wenn diese Person zu dir kommt, weiß, dass du ihn oder sie erwartest. Ja? Diese Person hat eine Selbstsicherheit, es ist auch gut so, und weiß, dass jedes Mal, wenn er oder wenn sie kommt, du bist da für sie, ja? Oder für ihn. Es gibt hier eine Person, die trotzdem in einer Beziehung ist, immerhin noch. Es gibt hier eine Person, die in einem Kompromiss ist. Es gibt hier eine klare dritte Person. Und das hat sich hier nicht geändert. Ja? Also diese Person, die im Oktober wieder in deinem Leben kommen möchte, wo du hier eine starke sexuelle Energie zeigst tatsächlich, diese Person ist immer noch in einer Beziehung, in einem Kompromiss und es gibt hier diese dritte Person. Das hat sich nicht geändert, das bleibt so. Ja? Es gibt hier diese Situation. Ist eine Person, Löwe, ist eine Person, die nicht nur mit dir irgendwie diesen Kontakt sucht oder hat, die nicht nur in einer Beziehung ist, sondern möglicherweise ist eine Person, die über Internet andere Kontakte hat. Es gibt hier eine Person, die mehrere Optionen hat. Es gibt hier eine Person, die mehrere Optionen hat. Und so ist es. So ist es, Löwe. Also es gibt hier diese starke Anziehung, das gebe ich zu. Es gibt hier diese starke Anziehung. Also wenn du diese Person siehst, irgendwie, du wirst schwach. Du wirst schwach. Weil irgendwie du denkst tatsächlich, das ist die Person deines Lebens. Das ist die Frau, der Mann meines Lebens. So möchte ich ihn haben. Also es sieht so gut aus und ich kann nicht mit dieser Energie, der macht mich wirklich schwach. Und das ist so wie eine Besessenheit, so wie eine, aber klar, das ist das, ja. Also das ist die Probe hier, das ist dein Schicksal, das ist die Probe. Ich denke, du bekommst Klarheit tatsächlich. Das, wenn ich jetzt über diesen Wunschpartner rede, ich muss dir aber eine Sache sagen, Löwe. Sollte ich hier gerade für dich ausnahmsweise jetzt über Arbeit reden, ich sehe hier in deiner Energie, in Bezug Arbeit, sehe ich Erfolg. Entweder bist du ein Künstler oder du hast mit einem Künstler zu tun. Ja, Löwe. Also die Karten zeigen mir gerade hier einen Künstler.
Eine Person, die berühmt ist, bekannt ist, vielleicht sogar über Internet. Eine Person, die vielleicht singt oder ist ein Star. Ich habe hier einen Star, eine wichtige Person, eine berühmte Person. Ich meine, wichtig sind wir alle am Ende. Aber es gibt hier eine Person, die berühmt ist, die Erfolg, Triumph hat. Löwe, ich kann dir sagen, in Bezug Arbeit für den Monat Oktober zeigt sich für dich eine ermächtigte Energie. Es zeigen sich für dich neue Verträge, die du mit vielleicht eine neue Firma machst. Es gibt hier eine gute Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Es werden Gespräche geben. Es gibt hier Erfolg in deiner Energie. Und die Karten zeigen gute Vorzeichen in Bezug Arbeit. Also, ich kann dir nur halt sagen, mach weiter so. In Bezug Arbeit gibt es hier eine extreme starke Energie. In Bezug Wunschpartner habe ich dir gerade gesagt, was ich sehe. Und ich sehe das. Und das bleibt auch so. Also die Sache ist, es gibt hier immer halt mehrere Beteiligten. Das habe ich dir ja gesagt. Ja? Also mehrere Beteiligten. Schau mal jetzt, Löwe, in deine Gefühle. In deine Gefühle habe ich hier einen Puppe der Stäbe. Gefühle, ja? Begleitet mit einer Königin der Kelche. Wasserelement, du hast es ja gesehen, Sternzeichen Skorpion, Fische oder Krebs. Sternzeichen Krebs bei dir sehr präsent, Skorpion nämlich auch. Es kann aber Fische natürlich auch sein. Und 10 Stäbe, ich glaube es wohl nicht, oder? Löwe. Nochmals 10 Stäbe. Schau mal bitte hier. Also ich denke, du hast viel zu tun, ja? Entweder du arbeitest viel, sonst wirst du im Oktober tatsächlich, Oktober Nummer 10, 10 Stäbe, dreimal. Es gibt hier viel Arbeit, viel, viel Arbeit im Monat Oktober. Du bist voll in deinem Element, Löwe. Im Monat Oktober bist du voll in deinem Element. Und das ist sehr positiv für dich. Ja, ich sehe schon, es, ja, die Nummer 10, 10, 10. Suche bitte diese Nummer in der Internet als Engelnummer. Es gibt hier eine wichtige Botschaft für dich. Ich sehe natürlich hier eine klare Veränderung, haben wir die ganze Zeit gesagt. Löwe, ich sehe natürlich hier auch eine andere Energie. Ja, es gibt hier eine Königin der Kelche. Und es ist interessant, momentan kommt diese Königin der Kelche in diese gleiche Stellung wie bei dir, bei vielen Sternzeichen, bei vielen Sternzeichen. Ob das Wassermann ist? Ich glaube, bei Wassermann, wenn ich mich nicht irre, lass mich mal kurz denken. Ich denke, bei Wassermann kam auch die Königin der Kelche in die gleiche Stelle wie bei dir. Bei Sternzeichen Fische kam nämlich auch in eine andere Stelle, aber auch. Aber diese Königin der Kelche zeigt sich oft das gerade. Ja, bei Schütze nämlich auch. Ich spüre, die Menschen kommen mehr in diese Selbstliebe, ja, und das ist auch gut so. Das ist einfacher für unser Universum, wenn Menschen in diese Selbstliebe sind, weil die können uns besser führen, ja. Wenn wir in unserer Selbstliebe sind, kann das Universum uns besser führen, anstatt wir klammern an eine bestimmte Situation und wollen nicht loslassen. Dann ist komplizierter für das Universum. Ja? Es gibt hier eine Person. Hier zeigt man auch eine starke Anziehung. Ja? Also Puppe der Stäbe. Irgendwie spüre ich hier, man fühlt sich irgendwie. Es gibt eine neue Person, die du kennengelernt hast, Löwe. Es gibt eine neue Person, die du kennengelernt hast. Es kann wirklich Wasserelement sein. Ja? Und dieses Gefühl hier ist von glücklich sein. Also, ja. Und irgendwie Kommunikation. Also, ich sehe hier eine schöne Mischung von Karten. Ausnahmsweise in dieser Mischung spüre ich diese 10 Stäbe positiv hier mit dieser Mischung von Karten.
indem ich merke, es gibt hier eine Person, die es nicht mehr aushalten kann und irgendwie eine Kommunikation machen möchte. Es gibt hier eine starke Leidenschaft für eine Person und irgendwie man möchte hier kommunizieren. Es zeigt sich aber wie eine neue Person irgendwie. Eine neue Person. Ja, es zeigt sich wie eine neue Person. Ich sehe hier einen Altersunterschied und irgendwie es gibt diese Situation von Kommunikation oder Handlung, ja. Und ich halte es nicht mehr aus, ich möchte wirklich kommunizieren und ja. Diese Sache ist hier. Es gibt schon hier diese starke Leidenschaft. Schau mal jetzt, der Löwe. Interessant, was du tatsächlich, was du von außen anziehst, also achte Stäbe. Du siehst ja, du bist voll in deinem Element, ja. Achte Stäbe, nochmals rede ich über Kommunikation, über Nachrichten. Und es gibt hier diesen Wasserelement. Es kann auch ein Mann sein, ja. Also diese Schnelligkeit, es gibt hier Schnelligkeit, begleitet mit 8 der Kelche und 9 der Münzen. Also irgendwie, diese Person zeigt sich ledig. Ich habe hier eine Person, die ledig ist, ja? Also irgendwie, vielleicht durch die Arbeit kennst du diese Person. Durch deine Arbeit oder durch die Arbeit von dieser anderen Person. Ich sehe hier halt die Arbeit zu sehen. Und irgendwie diese Kommunikation. Interessant, 8 Kelche, 8 Stäbe, Nummer 8, 8. Und die Nummer 8 hat man bei dir oft das gesehen. Schau mal bitte hier. Diese Situation hatte ich bei Sternzeichen Krebs tatsächlich gehabt. Bei Sternzeichen Krebs und bei mehreren Sternzeichen. Ich glaube Fische auch. Und ist eine interessante Situation. Irgendwie ist diese Nummer die Nummer der Unendlichkeit. Und irgendwie auch Situationen, die sich wiederholen irgendwie nochmals, ja. Klar, wir haben ja Rat des Schicksals auch bei dir auf dem Tisch. Also Löwe, ich denke, diese unendliche Geschichte wiederholen sich bei dir in irgendeiner Art und Weise, ist es so, bis man diese Lektion gelernt hat irgendwie, ja. Es gibt hier diese Schnelligkeit, diese Kommunikation. Es gibt diese Situation hier. Eine Person zeigt sich hier ledig. Und irgendwie Kommunikation. Löwe, also Puppe der Schwerter, 5 der Schwerter, Ass der Schwerter. Wahnsinn, oder? Also es gibt hier Nachrichten über Internet mit der Wahrheit. Es kommt hier, eine Wahrheit kommt ans Licht, Löwe. Im Monat Oktober, ich glaube, das hatten wir vorher ganz am Anfang bei dir gesagt, dass im Monat Oktober kommt schon eine Wahrheit kommt ans Licht. Es kommt hier eine schnelle Situation, eine Kommunikation, eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Etwas erfährst du im Monat Oktober über eine bestimmte Person oder eine Situation. Etwas erfährst du. Ich sehe schon hier Eifersucht. Eine Person, die eifersüchtig ist. Sternzeichen Zwilling bei dir, Löwe, sehr präsent, ja. Sternzeichen Zwilling, aber du hast es ja gesehen. Wassermann und Waage, alle Luftelemente bei dir sehr präsent. Und ja, ich sehe schon eine Person, die dich spioniert über Sozialnetze im Oktober, über Internet, spioniert dich eine Person. Eine Person irgendwie ist eifersüchtig, es wird Kommunikation kommen oder Nachrichten kommen im Monat Oktober über diese Person und irgendwie eine bestimmte Wahrheit kommt ans Licht. Wichtige Gespräche werden sich ergeben. Wichtige Gespräche werden sich schon ergeben, Löwe. Also als Ergebnis für deine Legung habe ich 9 der Stäbe, 8 der Stäbe, nochmals, die Nummer 8, 8, 8, 8 bei dir sehr präsent. Diese Nachrichten, viele Nachrichten. Im Monat Oktober, das Wort Kommunikation ist groß geschrieben.
groß geschrieben. Es wird viele, viele Nachrichten, vielleicht über WhatsApp oder irgendeine andere Art von, ja, aber es gibt ja viel Kommunikation, viele Nachrichten. Und die Karte der Narr. Löwe, was ich hier sehr deutlich sehe, ist eine Person, die sich tatsächlich mit dir doch kommunizieren wird. Du wirst viele Nachrichten, viel Kommunikation über diese Person haben, aber du bist dein Misstrauen ist da. Du vertraust dieser Person nicht mehr, weil du oft das verletzt wurdest und oft das irgendwie enttäuscht wurdest. Du wirst dieser Person nicht mehr vertrauen, weil diese Person sagt dir vieles, aber meint es nicht ehrlich. Es gibt hier eine Person, die irgendwie vielleicht sagt, ja, ich bin jetzt frei, ich möchte nur für dich da sein oder ich möchte die andere Person verlassen oder meinen Mann, meine Frau verlassen. Ich möchte nur mit dir. Und das ist eine Lüge. Diese Person lügt. Diese Person hat überhaupt nicht vor, mit dir eine ernste Beziehung zu haben oder irgendwie mit dir ernste Kompromisse einzugehen. Das hat diese Person nicht vor. Diese Person lügt tatsächlich, ja. Diese Wahrheit kommt ans Licht im Monat Oktober und du wirst das irgendwie erfahren, dass das so ist. Diese Person hat einfach nur eine starke sexuelle Anziehung für dich, spürt eine starke Anziehung, eine starke sexuelle Anziehung und das ist eigentlich alles, ja. Aber ich meine, das wirst du schon im Oktober merken, spüren sogar, weil die Klarheit wirst du bekommen. Du wirst die Klarheit bekommen. Die Person, die hier jetzt sagt, ja, ich möchte tatsächlich riskieren, ich möchte, dass wir zusammen irgendwie was anfangen, das ist nicht wahr. Diese Person hat das gar nicht vor. Wenn so eine Person kommen sollte, Sternzeichen wieder ist hier präsent. Ja, Sternzeichen wieder ist auch hier präsent. Ich habe viel Feuerelement bei dir, aber gut, du hast es gesehen, Luft genauso und Wasser genauso. Außer Erde, interessant, Erde-Element sehe ich hier nicht. Und weißt du, was ich gerade überlege? Ah, ich habe die einzige Karte mit Münzen, ist diese neunte Münzen. Die einzige Karte mit Münzen. Sehr interessant. Ja, sehr sogar. Es gibt hier viele Kelchen. Schwerter und Stäbe. Die Kommunikation wird wichtig sein im Monat Oktober für dich. Die Klarheit wirst du bekommen und die Wahrheit kommt ans Licht. Das ist das Wichtigste. Das wirst du erfahren. Du wirst schon Situationen erfahren. Und irgendwie, du wirst schon, es gibt hier eine gewisse Klarheit, die du bekommst. Ja, und es kommt drauf an, was jeder für sich möchte, ja, also es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die tatsächlich kein Problem haben, wenn keine Beziehung, keinen Kompromiss da ist, sondern halt mehr, ja, sporadisch irgendwie. Also deswegen, ich weiß ja nicht, also du wirst für dich irgendwie nehmen, was für dich in Resonanz kommt. Ich denke, wir haben hier schon mit einer Situation, wo du kurz vor einem Ende bist. Ich denke, du willst was anderes. Du fokussierst dich schon um eine neue Person. Es gibt hier eine neue Person für dich. Ja, es gibt schon eine neue Person hier zu spüren. Ich habe hier die Nummer 2 mehrere Mals. Die Karte der Stern, die Karte der Sonne. Ich habe hier eine klare Situation von einer neuen Person. Und deswegen ist deine Motivation und deine Kraft, deine Lust, mit einer bestimmten karmischen Situation zu brechen, du brichst damit, weil du in eine neue Motivation bist. Ja? Und du möchtest dieses Kommen und Gehen irgendwie nicht mehr. Und irgendwie du bist motiviert. Und das haben wir ja gesehen, Löwe, dass du motiviert bist, ja, dass du motiviert bist, weil, weißt du, was ich hier so irgendwie etwas
gemischte Gefühle habe, ist das einerseits diese ganz drastische Veränderung da, trotzdem geht es dir gut. Ich denke, das hat damit zu tun, weil du diese Veränderungen tatsächlich wolltest. Du wolltest diese Veränderungen tatsächlich schon. Und da du natürlich eine neue Person irgendwie in deinem Kopf ist, eine neue Person irgendwie ist, dir geht es gut, du bist motiviert. Ja, und ja, es gibt hier schon eine neue Person. Vielleicht kennst du, Löwe, eine neue Person durch deine Arbeit oder durch seine, ihre Arbeit. Kennst du eine neue Person? Vielleicht ist Internet hier sehr wichtig. Dass du diese Person durch Internet kennst oder viel über Internet irgendwie, ja. Es kann möglich sein, dass hier eine Person berühmt ist oder Erfolg hat in seiner Arbeit. Es gibt hier viel Reichhaltigkeit. Einer Person geht es tatsächlich gut. Und irgendwie, es wird im Monat Oktober viel Kommunikation geben über Internet. Weil ich sehe hier natürlich eine geografische Distanz zwischen zwei Personen. Es gibt hier schon eine geografische Distanz. Und irgendwie ist das so. Man ist aber vorsichtig hier. Ich habe das Gefühl, man hat schon so viele Enttäuschungen gehabt, dass man jetzt vorsichtiger ist. Ja, deswegen, bevor man riskiert, möchte man erstmal langsam gehen. Man möchte hier langsam sein. Ich habe das Gefühl schon, dass man langsam gehen wird, irgendwie. Wir holen von unserer Maria Magdalena Löwe, holen wir jetzt eine Karte für dich. Ich habe hier wirklich eine sehr interessante Legung, ja? Löwe, ich sehe hier schon eine Reise. Eine klare Reise ist hier zu sehen bei dir. Diese geografische Distanz ist ja klar hier zu einer Person. Aber diese Person kennst du noch nicht. Also ich denke, diese Person kennst du nur über Internet. Und deswegen ist langsam diese Situation. Aber diese Person kennst du nicht und deswegen gehst du auch vorsichtig mit dieser Situation. Ja? Im Monat Oktober wird Internet auch wichtig sein, wegen Kommunikation. Interessant. Ui. Zu viele Karten. Interessante Legung, ja. Interessante Legung. Wie du siehst, ich denke immer noch weiter nach. Ja, aber ich habe hier eine sehr interessante Legung für dich. In Bezug Arbeit sieht extrem gut aus für dich, muss ich dir schon sagen. Und in Bezug Menschen, du wirst natürlich unterscheiden, ja. Wer ist gut für dich? Das wirst du schon unterscheiden können. Denn du bist schon, du hast die Klarheit dafür, ja? Wow, gibt's nicht. Die Karte heißt Selbstliebe, Nummer 20. Genau, über Selbstliebe haben wir jetzt gesprochen, ja? Also Ruhe sicher in dir. Liebe dich selbst, den göttlichen Kern in dir. In dir ist alles enthalten. Schaue dich im Spiegel an und sage dir, ich liebe und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Ich bin großartig, ein Wunderwerk der Schöpfung. Wow. Du bist einzigartig. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Das selbst ist der leuchtende Funke in dir.
Je mehr wir uns selbst lieben, desto besser fühlen wir uns und strahlen dies aus. Wir ziehen Menschen und Ereignisse in unser Leben, die uns in schwierigen Situationen führen, tragen und beschützen. Unser Wohlgefühl strahlt und überträgt sich auf unser Umfeld. Jetzt ist der beste Moment, in dem du dich selbst lieben kannst. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies ist heute oft eine Herausforderung. Wow, qué fuerte. Weißt du, warum ich das denke gerade? Weil genau diese Herausforderung sehe ich nämlich mit dieser Karte hier. Wenn ich die erwische, klar. Warte mal kurz, genau. Also es gibt hier eine Herausforderung, ja? Mit einer Person, die du jetzt neu kennenlernen wirst im Monat Oktober. Es fühlt sich hier schon eine Herausforderung, wegen mehreren Gründen. Eine ist auch, weil du von einer komplizierten Zeit kommst und dieses Vertrauen fällt schwer. Aber tatsächlich hier redet man auch über Herausforderung. Ja? Also dies ist heute oft eine Herausforderung. Es gibt viele Menschen, die sich selbst fremd sind und keine Liebe für sich selbst empfinden. Wie soll unter diesen Voraussetzungen Nächstenliebe möglich sein? Bringe deine inneren Stimmen, die Selbstkritik äußern, zur Ruhe. Sehr gut. Bringe deine inneren Stimmen, die Selbstkritik äußern, zur Ruhe und sage dir, stopp, höre ganz mit deiner Selbstkritik auf. Sei sanft und geduldig mit dir selbst. Hege liebevolle Gedanken über dich selbst. Lobe dich selbst. Danke dir selbst. Nimm aber die Seiten an dir an, die du bisher nicht möchtest. Liebe deinen Körper. Ernähre dich gesund. Schaffe dir ein positives Selbstbild. Habe Spaß. Schaue dich im Spiegel an und sage dir, ich liebe und akzeptiere mich genauso, wie ich bin. Diese Karte, Löwe, diese Karte ist für uns allen wichtig, ja. Also diese Karte ist gut für uns allen, ja. Also in diese Selbstliebe zu kommen, ist nicht so selbstverständlich, ist nicht einfach, ist nicht leicht. Niemand hat uns erklärt, wie es funktioniert. Nicht als Kind hat niemand uns erklärt, wie das geht. Also das ist eine sehr gute Karte, eine gute Erklärung für diese Selbstliebe. Und damit wir natürlich, wenn wir uns selbst lieben, wissen wir, was das heißt. Und dann ziehen wir natürlich Menschen zu uns, die uns genauso lieben werden, wie wir uns selbst, ja. Also wenn wir uns lieben, ziehen wir auch liebe Menschen an. Und das ist sehr interessant, die Karte, sehr gute Karte. Die Nummer 2, Weiblichkeit, öffne dich für die liebende weibliche Seite. Empfange, sei liebevoll und zärtlich, besonders im Umgang mit dir selbst. Ich liebe und ehre die kreative weibliche Seite in mir. Kreativität sehe ich hier bei dir. Es gibt hier viel Kreativität. Es gibt hier einen Star, also eine berühmte Person, eine wichtige Person, eine hübsche Energie hier. Maria Magdalena lehrt uns die weiblichen Mysterienwege. Die innere Frau repräsentiert die weibliche Seite in uns. Sie ist zart, kraftvoll, mitfühlend, empfangend, öffnend, passiv, kreativ, fantasievoll, hingabefähig, grenzenlos und empfänglich für andere Ebenen und Dimensionen des Universums. Wie sieht deine innere Frau aus? Wie zeigt sie sich dir? Welche Gedanken steigen in dir zur Weiblichkeit auf? Wie fühlt sich deine weibliche Seite an? Was braucht deine weibliche Seite, damit sie sich entfalten kann? Wende dich deiner inneren Frau zu. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine weibliche Seite und richte sie im Licht aus.
Erwecke deine innere Frau zu strahlendem, blühendem Leben. Träume, visioniere, empfange. Sei herzlich, zart, mitfühlend, sensibel und hingabefähig. Sei liebevoll zu dir. Mein Gott! Löwe, nochmals reden wir hier über Liebe, über Selbstliebe. Ja? Es ist einfach stark, oder? Etwas, wirklich etwas Großartiges wird für dich im Monat Oktober geschehen. Das spüre ich. Also 180 Grad Veränderungen kommen auf dich zu. Neue Segnungen erwarten dich. Ja, also vertraue, dass das Universum für dich einen besseren Plan hat. Und ergebe dich einfach. Ergebe dich, lass dich gehen, lass dich gehen, lass dich führen. Habe keine Angst und das sieht so gut aus, Löwe, sieht so gut aus für den Monat Oktober für dich. Ich spüre, du bist voll auch in deinem Element. Feuer pur, ja? Feuer pur und ich gratuliere dich, habe auf jeden Fall einen schönen Monat Oktober. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Löwe. Dankeschön für deine Unterstützung. Und ich bin genauso wie du ziemlich neugierig, was das hier alles irgendwie auf uns, wie es sich auf uns direkt in unsere Situation zeigt, ja. Also auf jeden Fall kann ich dir wirklich sagen, ich sehe hier eine interessante Situation. Es fängt was Schönes für dich an. Also Löwe, danke schön und bis bald. Tschüss.